Du hast ja nur, fast nur männliche Fans, ne? Ja, ja, bin ich auch wieder gehört. Nur drei Beine, ne? Statt dann hören, das ist doch nicht normal. Nicht, dass die nachher mich hier runterholen oder was? Ja, auf jeden Fall, ja, so läuft das. Ja, Kamera läuft. Was hast du? Ich sag, Kamera läuft. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist, einmal, es ist ein Riesentheater jetzt mit dem Brüderle und Frauen. Ja, Jung. Sexismus und so weiter. Jetzt haben sie wieder was gefunden, Sexismus. Jetzt haben sie wieder so ein Schlagwort gefunden, weißt du? Haben ja sonst, kann ich nichts anderes zu tun. Haben die nichts anderes zu tun, wie über so eine Kacke, über so eine Scheiße zu reden. Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Ja, pass mal auf, ich wollte mal eins sagen. Wenn eine Frau gut aussieht so, und die hat einen geilen Arsch und hat auch vielleicht geile Brüste, ja, hör mal, das haben sie in den 70er, 80er Jahre auch schon gemacht. Haben gesagt, hör mal, das ist ja für die Frau ein Kompliment, wenn ich sage, Mensch, die haben einen riesen Arsch. So, hallo? Das ist sexistisch oder was? Vor allen Dingen wollen sie Leute jetzt verbieten, dass die Jungs das sagen. So, das ist auch für ein Kompliment für die Frau, hallo? Ich meine, dass da so Wind für gemacht wird. Da wird so ein Schaufeln. Hör mal, da wird aus einer Fliege Wind ein Elefant gemacht. Ja, wenn die Frau sich aber jetzt belästigt gefühlt hat. Und pass auf, belästigt und belästigt ist immer zweierlei. So, ja. Eine Frau kann sich belästigt fühlen, wenn du dir schon sagst, ach, sie haben aber schöne Haare. Da kann sie sich auch schon belästigt fühlen, guck mal. Hallo? Ja, was soll das denn? Nee, komm, das ist immer so eine Sache, weißt du. Frauen sollen mal alle nicht so tun, die, wen jeden von Frauen an, von Männern angesprochen, also brauchen wir ja nicht darüber reden. Das ist ein Kompliment für die Frau. Aber hallo? Was hat er denn genau gesagt? Ach, der weiß nicht, du glaube ich, die passen jedem Dirndl rein. Und was ist da dran sexistisch? Mit der Oberweite. Ja, mit der Oberweite. Ja, und wenn sie die hatte, ist doch schön. Sollte froh sein. Andere lassen sich Silikonimplantate machen. Die hat die von Natur. Zum Abend bei der Verteilung hat der liebe Gott, hat die zwei Arme hochgehoben. Ja, andere eine. Ja, hallo? Vor allen Dingen, das Allergrößte ist, wenn ich höre, die hat ein Jahr gebraucht, über darüber hinwegzukommen. Und dann hat die Alte noch niemand den Mumm in so einer Sendung wie von Günther Jauch zu sitzen und sich auf das Thema, für das Thema zu äußern. Was ist das dann? Das alles, glaub mir, das ganze Ding ist sie dreht. Ja, was glaubst du denn, was dahinter steckt? Ja, weil der FDP Politik ist hat. Weil die FDP jetzt da wahrscheinlich, der ist der Kandidat, FDP ist über 10%. Alles solche Sachen, alles Politik. Die wollen ihm einfach, wollen der FDP entweder eine reindrücken oder diesem dem Brüder eine reindrücken. Und wer war das eigentlich nochmal, die Frau? Ach, die war vom Stern. Du meinst, der Stern ist ach, SPD, oder was? Hör mal, ich hab den Vollpfosten gesehen beim Günther Jauch. Der hätte geredet, man muss mal sehen, wie die reden. Und dann ist natürlich die Emma noch dabei. Wer ist das denn? Ja, wie hieß die, die Emanze da? Die mit der Brille? Ja, wie hieß die noch? Schwarzer, meinst du? Ah, Frau Schwarzer, ja, genau. Die fällt ja in so einer Sendung. Und dann sitzt da so ein junges Mädchen, verstehst du? Das hätte überhaupt keinen Plan. Die ist gerade, ist noch feucht hinter den Ohren, verstehst du? Und äußert sich dann immer so, was? Hallo? Oh, so eine Feministin, hallo? Was meinst du, ich wollte mal eins sagen, was meinst du, warum heute die Leute sich trennen? Wir haben noch nie so viel Singles gehabt. Hör mal, Gleichberechtigung hin, Gleichberechtigung her. Siehst du mal, das funktioniert ja nicht mehr. Eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Die Frau kann nie ein Mann werden. Und der Mann soll doch keine Frau werden, ganz einfach. Das kann doch nicht sein. Und dann jetzt wird das so hochgehangen, ach, guck mal. Hallo? Meinst du, wir können einer verbieten? Ich bin ein Alter, das ist eine geile Arsch. Oh, du hast aber gut Holz für die Hütte. Ja, hallo? Kann man doch sagen. Wir machen jetzt aber auch einen Beitrag dazu. Was? Wir machen aber jetzt ja, auch einen Beitrag. Ja, ist doch schön, Beitrag. Da freue ich mich. Ja, ist doch schöne Sache. Freue ich mich mit 10 Löchern Arsch. Auf jeden Fall, das ist alles wieder so richtig angeschoben von hinten, so, weißt du? Das ist wieder so, weißt du, als wenn das irgendwie was Neues wäre. Das ist nichts Neues. Und das hat mit Sexismus, hat aber überhaupt gar nichts zu tun. Hallo? Was ist das für eine Scheiße? Wo reden die Leute sich drüber auf? Was glaubst du denn, wo das hinführt, wenn das so weitergeht? Das ist ja auch eine Tendenz. Pass auf, jetzt sage ich dir mal was. Die Leute, die da sitzen, die sich darüber aufregen, entweder haben die keine Ahnung von Facebook oder die waren noch nie in Facebook. Hast du schon mal in Facebook reingeguckt, was die Leute sich da für Profile machen? Die Weiber, wie die Weiber da drin sind, was die für Bilder verschicken? Da wirst du kaputt, da wirst du verrückt. Hör mal, hallo? Das ist jede puffe Arschlochjäger. Ja, ist so. Hast du jetzt auch ein Facebook-Profil? Ich habe keinen, ich brauchst du jetzt nicht. Ich brauch so eine Scheiße nicht, das ist unnötig. Weißt du? Sollen regen sich auf der einen Seite alle auf, sind aber alle bei Facebook und sind mit den Kerlen am Schreiben, mit den Kerlen am Schreiben. Also sollen wir alle nicht so verloren tun. Das ist so eine Verlogenheit, ganz einfach. Du hast doch am Sonntag deine Facebook-Fanpage veröffentlicht. Wie? Ich stand noch nicht die Markt, du hast die Markt. Auf jeden Fall ist schon ein Ding, weißt du? Die machen, das ist alles so eine Verlogenheit. Das ist halt wieder, ey, wenn ich das alles höre, ja, ey, er war am Facebook, ey, da sind die mit dem am Chatten, mit dem am Chatten, mit dem am Chatten. Hör mal, mit deiner, die Frau kannst du heutzutage ja nicht mehr klar machen draus. Wenn du die ansprichst, sagen die, hoch, der hat mich angesprochen. Wieso spricht der mich an? Ja, hör mal, hast du eine Facebook-Seite? Dann tu mal schreiben. Wer schreibt, der bleibt.
hallo? Ey, komm, hör auf. Und dann schicken sie Fotos vom Allerfeind, wo du dreimal hingucken musst, um zu erkennen, was das ist. Was sind das denn? Was sind das denn für Fotos? Ja, weiß ich. Keine Ahnung von. Manche knipsen ihr Föß, weiß ich. Manche knipsen ihr. Haben Wäsche an und das und da musst du dreimal hingucken. Da denkst du auch, was das dann? Denkst du, dass ein Affe ist das? Ja, ein Pavian. Manche, die schicken da Fotos zu uns. Das ist nicht normal. Nee, komm. Also, du meinst so halbnackt und sowas? Oder? Ja, klar. Ey, Junge. Ich meine, ich bin keine. Facebook. Du meinst Frauen, die Fotos posten, wo sie sich irgendwie in irgendwelche erotischen Posen begeben, haben nicht das Recht zu sagen, Adil. Dass sie auf. Pass auf, ganz einfach. Ja. Ich kann mich auf der einen Seite nicht beschweren, wenn mich drusse Jungs anmache oder ansprechen. Boah, guck mal, du hast eine super Figur. Finde ich ein Kompliment. Wenn mir eine alte Sache mit Menschen, das ist eine super Figur. Finde ich toll. Meint noch keiner. Warum bin ich auch nicht? Weil Frauen ticken sowieso anders als Männer. So. Aber sollen sich nicht so aufregen. Auf der einen Seite sind sie bei Facebook und verteilen da ihre Fotos und alles. Und schicken die, weiß ich wohin. Weil sie ein Aufmerksamkeitssyndrom haben. Weiß ich. Ja, das geht ja gar nicht. Komm, ja, was auf. Machen wir jetzt? Wenn du jetzt irgendwie das beschließen könntest. Wenn du jetzt sagen könntest, so, ich drücke so einen Knopf und dann ist jetzt hier alles anders. Was würde passieren? Facebook weg? Nee, ich weiß nicht, was das ist. Du meinst ja mit dem Thema Rassismus? Nee, nicht Rassismus. Hier. Ja, ich meine jetzt hier so die... Sexismus. Genau. Ja, kann ich ja sagen. Würde ich sagen, Leute, weißt du was, richtet euch nicht auf, vertragt euch, seid lieb und nett miteinander, ne? Und tut kuscheln, ne? Ja, schön Küsschen geben und so, ne? Ist doch viel schöner. Dafür gibt es Mann und dafür gibt es Frau. Und die wissen ja, was sie zu tun haben. Ganz einfach. So anders läuft das ja nicht. Ich finde, die Frauen ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Und wir Männer natürlich auch. Ganz klar. Ohne uns wollen die Frauen ja nichts. Hallo? Was ist das da?